Einen wunderschönen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich wie immer, dass ihr den Weg auf mein Video gefunden habt. Heute mal ein etwas anderes Video, und zwar: Wie kann ich mir Mods und vor allem Schematica installieren? Viele Leute haben das gefragt. Hier oben die Seite www.minecraft-installer.de werde ich auch noch unten in die Beschreibung packen. Könnt ihr euch den Minecraft Mod Installer downloaden. Einfach hier auf Download klicken, dann kommt ihr auf eine Seite weiter. Und da müsst ihr dann recht mittig im Bildschirm weiter zum Download klicken. Das ist orange. Ja, nicht irgendwas anderes, nicht grün oder sonstiges, sondern da steht in orange weiter zum Download. Aufpassen, sonst kommt ihr auf irgendwelche anderen Seiten. Das ist nicht gut. So, dann habt ihr das Programm. Dann sind wir auch schon da. Klicken wir da drauf, führen das Ganze aus. Und dann gehen wir hier so lange nach links, bis wir bei der Version 1.8 sind. Klicken da drauf. Und dann habt ihr hier links, habt ihr unter S, ne? Dann Schematica. Wir gehen jetzt mal davon aus, als würde dieses Smart Moving Schematica sein. Ja, weil ich habe Schematica schon installiert, deswegen funktioniert das nicht. Dann klickt ihr einfach hier aufs Plus und danach klickt ihr auf Installieren. Und schon habt ihr dann in euer Minecraft Ordner, beziehungsweise in euer Minecraft Excel, wenn wir hier mal drauf gehen, zack, habt ihr dann hier eine Mod Installer Version, mit der ihr euer Minecraft startet. So, dann sind wir hier jetzt auch schon auf City Build 7. Dann gehen wir mal testweise auf mein erstes PH. Hier ist nämlich ein schönes leeres Plot, dann kann ich das euch erklären. Jetzt funktionieren meine Bindings nicht. Das erste, was ihr dann machen müsst, was wichtig ist, ist Escape Options. Dann geht ihr auf die Controls, scrollt runter und dann seht ihr auch schon, dass hier unten Schematica ist. Load Schematica braucht ihr. Ich habe das auf F9, Manipulate habe ich auf F10. Move hier, Next Layer habe ich auf einer Maustaste, Previous Layer auf Minus, das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Save Schematica, um Schematicas einzuscannen, beziehungsweise Sachen, die ihr gerne nachbauen wollt, einzuscannen. Und Toggle All Layer Mode habe ich auf F12. Dann, und jetzt gehen wir mal davon aus, ihr wollt beispielsweise, den Hund, den ich letztens gebaut habe, zum Beispiel bauen. Dann fügt ihr den einfach ein. Jetzt seht ihr hier schon den Hund in der richtigen Position. Da könnt ihr jetzt mit dem Manipulate Schematica Button Schematica manipulieren. Ihr könnt die rotieren, ihr könnt die flippen, was jetzt hier bei der Schematica nicht funktioniert. Und wenn ihr hier nochmal ein bisschen umstellt, seht ihr, könnt ihr auch noch flippen, etc. Aber das ist eigentlich nie so wirklich vonnöten. Dann gehen wir mal davon aus, wir wollen den jetzt einfach hier hinbauen. Können wir den hier, wie wir wollen, uns zurechtdrücken. Mit X, Y und Z Koordinaten. So, gehen wir davon aus, wir würden jetzt hier bauen wollen. Und dann könnt ihr das auch extrem easy über Schematics, über die Schematica nachbauen. Ich werde euch auch noch einen Link da lassen, wo ihr viele Schematicas findet. Und so könnt ihr dann unter Umständen auch, wenn jemand sagt, hey, kannst du für mich was bauen? Bei mir funktioniert Schematica nicht oder sonstiges. Könnt ihr auch für andere Personen natürlich Bauaufträge, in Auftrag nehmen und die dann für die absolvieren und somit auch noch ein bisschen Geld machen, während ihr baut. Oder natürlich auch ein sehr schönes Grundstück für euch selber erbauen, ne? Das ist eine super Sache. Natürlich hat dieses Mod-Installer, was ich euch gezeigt habe, auch noch ganz viele andere Modifikationen. Aber bei mir geht es ja hauptsächlich darum, wie mache ich Asche. Und ja, da habe ich mir gedacht, Schematica, Sachen für jemanden bauen, ist doch gar nicht mal schlecht. Ich habe letztens on-stream, ich glaube, eine halbe Stunde für jemanden einen kleinen Drachen gebaut über Schematica, habe dafür 10k bekommen. Das kann man dann natürlich auch noch aushandeln, wie viel man dann dafür kriegt, ne? Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bauen. Ich hoffe, ihr macht damit schöne Plots, ne? Alle Links sind dann in der Beschreibung und dann hoffe ich, sieht man sich demnächst wieder auf dem Stream. Oder, ne, halt einfach bei den Videos. Seht ihr mich ja auch. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video anschaut, das ist für euch überlassen. Und haut da rein, ne? Tschüss mit Ö.